wann soll ich investieren? Jetzt, now, mit now. Aber wahrscheinlich wäre es noch viel besser gewesen gestern, vorgestern, vor einem Monat, vor einem Jahr. Du hast es bestimmt schon bemerkt, aber praktisch alle Banken haben Minuszinsen. Gewisse Banken brummen dir schon ab dem ersten Franken Strafzinsen auf. Du verlierst also Geld auf dem Konto. Wir sind eigentlich schon seit den 90er Jahren in einem Tiefzinsumfeld. Du hältst keinen Zins mehr auf dem Konto. Also vieles ist besser als ein Sparkonto. Es geht beim Anlegen immer um lange Horizonte, um langfristiges Denken und auf die lange Sicht betrachtet, so über 15 Jahre gesehen, steigen die Aktienmärkte. Alle sprechen immer von den Risiken von Aktienkursschwankungen, aber viel zu wenige sprechen auch über die Risiken von Teuerung beispielsweise. Nicht nur Strafzinsen killen dein Bargeld, dein Cash, sondern eben auch die Teuerung. Wenn alles teurer wird, ist dein Geld weniger wert. Das nennt sich auch Kaufkraftverlust. Und Aktien sind eben Sachbesitz und damit ein Inflationsschutz. Geld und Cash auf deinem Bankkonto zu horten, nützt einzig deiner Bank. Also frag dich ehrlich, ist es nicht besser, in Gleichberechtigung oder Nachhaltigkeit zu investieren, als alles auf dem Konto in der Bank zu horten? Aber Anlegen ohne Risiko gibt es nicht. Schau dir deshalb bitte genau die Videos zu den Risiken an.